Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Hallo, Heino Falke. Ich bin durch das Studium Ihres Buches schlauer geworden und habe mehr Fragen bekommen, Herr Falke. Das ist eigentlich der Sinn der Sache von solchen. Ja, dann hat's geklappt. Wie stehen Sie denn heute zum Weltall? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben Teleskope auf der ganzen Welt zusammengeschaltet, die bei hohen Radiofrequenzen das schwarze Loch vermessen haben. Die Sonne sehen wir 8 Minuten in die Vergangenheit und das schwarze Loch eben richtig. 55 Millionen Jahre. Also wie es jetzt im Moment aussieht, kann keiner auf der Erde wissen. Es sind Lichter, die da oben hängen, aber es zeigt eben auch, dass das Licht, von dem am Anfang gesprochen wird, jetzt nicht das Licht der Sonne und der Sterne ist. Und 55 Millionen, wird man da nicht zwischendurch ein bisschen bescheuert, wenn man mit so großen Zahlen hantiert?